Referate mit Stil, von der Themenfindung bis zur Bewertung, mit zahlreichen Tipps für tolle Referate, die allen Spaß machen. Jetzt überall, wo es Bücher gibt. Seid ganz herzlich zu einem weiteren Vlog gegrüßt. Ich hatte vor ein paar Tagen erst in meinen Kommentaren eine Diskussion, wäre zu viel gesagt, ein Gespräch einfach, über das Thema, was eigentlich heutige Generationen, was ältere Leute, also jetzt nicht alte, sondern einfach Leute, die nicht mehr zur Schule gehen, über heutige Schülergenerationen bzw. Kinder und Jugendliche so sagen und denken. Und dabei ist mir was aufgefallen. Ich verteidige euch hier ja eigentlich meistens. Ja, ich finde, dass Schule einen zu großen Stellenwert in eurem Leben hat. Also nicht für euch unbedingt, aber so aus gesellschaftlicher Sicht, dass ihr viel zu viel in der Schule seid, was Zeiten angeht. Und teilweise auch ziemlich blödsinniges Zeug lernt. Teilweise. Nicht ausschließlich. Und dass euch so ein bisschen einfach die Kindheit und die Freizeit fehlt. Und es soll Menschen geben, und das ist genau der Punkt, worum es in dieser Diskussion ging. Ich habe das immer nur aus zweiter Hand gehört. Ich habe noch nie tatsächlich selbst mal jemand sowas sagen hören oder mal ein Interview gelesen oder so. Aber es gibt wohl diese Menschen, die sagen, ja, die Jugend von heute, denen kann man ja nichts mehr zutrauen und die sind ja alle Weicheier und die haben keinen Respekt mehr und können sie nicht benehmen und jammern immer nur rum und sowas. Und engagieren sich nicht, auch ganz wichtiger Punkt. Ganz falsch ist es nicht unbedingt, wobei jetzt auch nicht alle Punkte stimmen. Natürlich gibt es diese Kinder und Jugendlichen. Die gab es aber schon immer. Die gab es in meiner Generation, die gab es in der Generation meiner Eltern. Und die wird es wahrscheinlich auch immer geben, weil nicht jeder ist so. Der Punkt ist, dass viele, die dieses Meckern wohl haben, wie gesagt, ich habe das selbst noch nie gehört, dass die nicht verstehen, warum das so ist. Wenn ich mir mal anschaue, jemand, der heute auf dem Gymi ist oder Abitur macht, muss nicht zwangsläufig auf dem Gymnasium sein, der sitzt, also ich habe jetzt, ich gehe einfach mal von meiner eigenen Nachbarin aus. Die ist jetzt in der 8. Klasse. Sommerferien sind hier gerade rum in Baden-Württemberg. Die hat dreimal die Woche Nachmittagsunterricht. Ist keine Ganztagsschule. Sie turnt nebenher noch. Ansonsten macht sie, glaube ich, keinen Sport, also nicht in einem Verein oder so. Und ich frage mich manchmal, wie kann man sich da beschweren? Man erwartet von diesen Schülern, dass sie Abitur machen. Weil wer kein Abitur macht, der ist ja angeblich doof. Kann ich so auch nicht unterschreiben. Und dann machen sie Abitur und haben aber keine Zeit mehr für was anderes, weil sie fast den ganzen Tag in der Schule sind. Dann ist es auch nicht recht. Ich sehe das schon auch so, dass es heute mehr junge Menschen gibt, die sich nicht so richtig zu benehmen wissen, die nicht höflich sind, die mit Respekt nicht so viel anfangen können. Aber ich komme nicht auf die Idee, das auf diese Schüler zu schieben. Das ist Aufgabe der Eltern und der Lehrer und der erwachsenen Menschen, die so tagtäglich im Leben dieser jungen Menschen sind, denen das beizubringen. Nur wenn man halt den ganzen Tag in der Schule ist, und eigentlich ist meines Erachtens nach die Haupterziehungsaufgabe bei den Eltern, dann sieht man seine Eltern halt nicht so viel. Und wenn man sie sieht, dann sitzt man zu Hause am Schreibtisch und lernt und macht Hausaufgaben. Und irgendwo da sollen die Eltern die Erziehungsarbeit machen, die meine Eltern noch in der Hälfte des Tages gemacht haben, weil ich nämlich den halben Tag zu Hause war. Das kann nicht funktionieren. Weil Schule macht das nämlich nicht. Also es ist nicht so, dass du, wenn du schon den ganzen Tag in der Schule bist, dann halt deine Erziehung dort bekommst. Natürlich, klar, Lehrer erziehen ein Stück weit mit. Ja, wenn jemand Mist macht, dann gibt es auch mal Ärger. Und da lernt man schon auch einen Umgang miteinander. Aber in erster Linie lernst du in der Schule mal deine Noten. Da bist du ganz alleine für verantwortlich. Da musst du dich für anstrengen. Und du lernst dort Egoismus. Habe ich neulich im Thema Gruppenarbeit auch angesprochen. Klar, du kannst lernen, mit anderen zu arbeiten. In der Realität lernst du das eigentlich nicht wirklich in der Schule. Wenn man dann die Schüler länger in die Schule schickt, also länger im Sinne von mehr Stunden am Tag, wie sollen die Eltern dann erziehen, wenn es in der Schule nicht passiert? Da bist du im Extremfall 3 Stunden zu Hause, wenn deine Eltern auch da sind und du wach bist. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig, wenn es um Erziehung geht, dass man wach ist. Und in dieser Zeit machst du vielleicht Hausaufgaben oder lernst.
Und wegen diesen popligen 3 Stunden zu Hause sollst du dich jetzt an das halten, was deine Eltern sagen, was sich vielleicht nicht mit dem deckt, was du in der Schule tun sollst. Weil in der Schule musst du egoistisch sein, zu Hause wahrscheinlich nicht. Dass man als Schüler dann irgendwann sagt, okay, gut, zu Hause bin ich halt nett und nicht nett. Nett bin ich vielleicht auch sonst. Nein, ich meinte nicht egoistisch, also quasi sozial. Aber in der Schule nicht. Hallo! Aber sonst brauche ich das wahrscheinlich auch nicht, weil ich bin ja die meiste Zeit in der Schule. Also bin ich die meiste Zeit egoistisch, weil ich muss. Ja, meine Eltern sagen so, aber mein Leben sagt, ich muss es anders machen, sonst komme ich nicht weiter. Das ist doch nicht die Schuld der Schüler. Hallo? Wir sind in Deutschland, hier ist Schulpflicht. Die können sich das nicht aussuchen. Die müssen da hingehen. Und dann denke ich mir, das kann die Schule auch gar nicht machen, diese Erziehung. Ich denke jetzt einfach mal zurück, oder muss ich nicht zurückdenken, das ist heute auch noch so. Bei manchen Leuten muss man, wenn man zu Hause ist, die Schuhe ausziehen. Bei anderen nicht. Bei mir zum Beispiel muss man das nicht, also Gäste müssen das nicht. Ja gut, ich mache das auch nicht immer, aber wenn ich jetzt weiß, ich bleibe drin, dann ziehe ich die Schuhe aus, weil es einfach viel bequemer ist. Aber es gibt jetzt nicht irgendwie so eine Schuhausziehecke. Bei meinen Freunden war das auch so, bei den einen ziehst du die Schuhe aus, bei den anderen kannst du anlassen. Ja, das hält der eine so, der andere so. Und mit Erziehung ist es genau gleich. Bei den einen wirst du so erzogen, bei den anderen so. In der einen Familie ist es wichtig, dass Abendessen mit allen stattfindet. In der anderen arbeitet vielleicht ein Elternteil im Schichtdienst. Da geht es gar nicht. Es gibt so viele verschiedene kleine und größere Erziehungspunkte, die irgendwie immer anders gehandhabt werden. Der eine macht es eben so, der andere so. Und die Schüler kommen in der Klasse, aber egal mit welchem Erziehungshintergrund, zusammen. Und dann sollen das die Lehrer regeln. Die sollen die dann richtig erziehen. Jetzt, was ist richtig? Schuhe aus oder Schuhe nicht aus? Macht der eine so und der andere so. Da gibt es kein richtig oder falsch. Das sind einfach einzelne Vorlieben. Und natürlich, klar, das ist jetzt ein simples Beispiel. Ich habe keine Lust, da jetzt weiter drauf einzugehen, weil das wird dann immer gleich so kulturell und religiös und das verstehen wieder viel zu viele Leute falsch. Der Punkt ist, wenn du schon alle auf einen Haufen schmeißt, dann musst du ihnen irgendwie so eine Einheitserziehung in sehr abgespeckter Form bieten. Also quasi so Standardsachen wie, ja, du sollst jemanden nicht schlagen, die dann in der Schule quasi durchgesetzt werden. Aber so anderen Kram, was einzelnen Eltern vielleicht total wichtig ist, das kannst du in der Schule nicht durchsetzen als Lehrer. Und dafür, finde ich persönlich, sind Lehrer eigentlich auch nicht da. Die sollen schon eine Grundordnung da haben in ihrer Klasse, aber die sollen nicht den Job der Eltern übernehmen, die sollen unterstützen. Wenn man aber die Schüler den ganzen Tag in die Schule schickt, bleibt ihnen ja eigentlich nichts anderes übrig, wenn man Schüler haben will, die Anstand haben, die wissen, was Respekt ist, die wissen, wie man höflich ist, was man eben tun sollte und was nicht. Nur, daran denkt irgendwie keiner. Nein, lieber meckert man dann über die Schüler, die das alles nicht können, weil sie es nicht lernen, weil sie keine Zeit dafür haben, weil sie den ganzen Tag in der Schule sind. Und da erfahren sie, wenn ich das so und so und so mache, dann komme ich im Leben weiter, zumindest als Schüler. Und wenn sie dann irgendwann mal erwachsen sind und ins Arbeitsleben einsteigen, müssen sie all den Kram, den normalerweise bis, ich weiß nicht, ich glaube bis zu meiner Generation die Schüler schon konnten, neu lernen. Wow. Und dann hast du Kollegen, die kommen aus dieser Generation Schüler, und da sagst du jetzt, hey, du pass mal auf, meine Tochter ist krank, ich müsste heute echt früher gehen, könntest du für mich heute vielleicht eine Stunde länger bleiben? Und dann kommt nicht, ey, sorry, das geht echt gar nicht, weil meine Tochter ist auch krank oder so. Also jetzt nicht als Lüge, sondern als tatsächlicher Grund, sondern nö, mach ich nicht. Ist doch nicht mein Problem, so deine Tochter. Null Mitgefühl, null Verständnis, null Erkennen, dass, hey, wenn ich das jetzt für dich tue, machst du es für mich vielleicht irgendwann auch mal. Vor allem, wenn ich für dich eine Stunde länger bleibe, dann kann ich vielleicht nächste Woche da, wo ich doch sowieso so gerne früher gehen wollte, früher gehen, weil du bleibst für mich länger. So einfaches Verständnis, was nicht da ist, weil es nie gebraucht wurde, weil es keiner beigebracht hat. Hä? Mein Hund ist gerade verschwunden. Nala? Was für ein Geier? okay. Hinterm Schilf. ganz ehrlich, solange mich das nicht betrifft, sprich, solange nicht jemand mir gegenüber respektlos ist, oder ich das nicht mitbekomme zumindest, kann mir das eigentlich egal sein. Es sind nicht meine Kinder, und ich habe das nicht verbockt.
Also warum sollte ich mich da einmischen? Andererseits mache ich genau das gerade, aber nicht in der Hoffnung, in der Hoffnung, dass das mal irgendwer, der was tun kann, erkennt. Das ist nicht Schuld der Schüler. Die haben einfach keine Zeit. Wobei das natürlich nicht auf alle zutrifft. Es gibt auch die, die wahnsinnig viel Zeit haben und diese Zeit nicht nutzen. Aber hey, die wird es immer geben. Die gab es auch schon immer. Da hat nichts mit Schule zu tun. Die haben einfach keine Lust. Ja, lass sie doch. Das ist doch nicht mein Job, das zu verhindern. Also warum meckern? Erkenn einfach, wo das eigentliche Problem ist, statt an der Ursache rumzumeckern. Das ist auch so ein Klassiker. Mein Nachbar gerade, ne? Der hört irgendwelche Geräusche, weiß aber nicht, wo die herkommen. Und sagt jetzt einfach, naja, ne, was soll es anderes sein? Können nur die Nachbarn sein. Also die anderen Nachbarn. Die sind es aber nicht. Und anstatt, dass er dann zulässt, dass man halt mal auf den Grund geht, was ist denn das, was das Geräusch macht, erwartet er einfach, dass die Nachbarn ausziehen. Bloß sind die es ja nicht. Also die Ursache soll quasi verschwinden, obwohl es gar nicht die Ursache ist. Und die kennt man nämlich nicht. Also es ist, das ist total, ist voll unlogisch, was bei uns im Haus gerade abgeht. Es ist total unlogisch, wenn man sich bei Schülern darüber beschwert, dass sie sich nicht benehmen können. Hat ihnen keiner beigebracht. Aber, wie gesagt, ich habe noch nie jemanden das sagen hören. Ich gebe mich lieber mit denen ab, die mehr meiner Meinung sind. Und ich habe definitiv eine andere. In dem Sinn schläft mir gleich irgendwas hier ein. Ich weiß nicht, Oberschenkel, oder, nee, eigentlich rechte Hand. Also die, mit der ich euch halte. Ist nicht sinnvoll, wenn ich jetzt aufhöre, sonst. Oh je. Andererseits, das Handy ist wasserdicht. Mach ich natürlich nicht. Ich wünsche euch eine gute Erziehung, eine gute Schulzeit mit Zeit, in der ihr mit euren Eltern gemeinsam verbringen könnt, die euch sinnvoll erziehen, mit viel Respekt. Das ist eigentlich, es reicht eigentlich, wenn man Respekt kennt und weiß, was es ist, um alle anderen, wie ich finde, wichtigen Eigenschaften zu entwickeln. Aber das heißt halt auch, man muss sich ab und an hinten anstellen. Und das ist genau das, was man in der Schule so gar nicht brauchen kann. Also, ich höre auf und wünsche euch einen schönen Tag, Nacht, was auch immer. Ciao!